Heute feiert der Blick sein 50-jähriges Bestehen. Über die Jahre ist das Boulevardblatt zur grössten Tageszeitung der Schweiz gewachsen. Eine Erfolgsgeschichte. Das Blatt mitprägt, hat der Fotograf und Journalist Seppi Rittler von Ebiken. Über 40 Jahre hat er für den Blick gearbeitet. Wie ihm die neue Aufmachung hier zum Geburtstag vom Blick gefällt und wie sich das Boulevardblatt über die Jahre verändert hat, im Beitrag von Martin Felix. In der Zentralschweiz kennt man ihn als Blick Seppi, der Seppi Rittler. 40 Jahre lang hat er für das Boulevardblatt als Fotograf und Journalist gearbeitet. Heute ist er pensioniert. Die neue Aufmachung, die sich der Blick zum 50-Jahr-Jubiläum geschenkt hat, kommt bei ihm gut an. Jetzt gefällt mir der Blick wieder, weil er ist genau wie er früher war, wie er eben gross geworden ist in all diesen Jahren. Was viele Leser eigentlich immer bemängelt haben, ist, dass man den Sport Trend nimmt, oder? Dass sie jeden Tag, jeden Morgen hat das bei vielen Familien fast eine Familienkrach gegeben, hat der eine müssen warten, bis der andere es fertig gelesen hat, bis er da ist. Jetzt kann der Mann den Sport wegnehmen und dann selber lesen. Dann natürlich, was sehr gut ist, ist, dass man jetzt mit dieser Größe, das haben wir früher schon gehabt, auch mit Bildern kann arbeiten. Gute Bilder, gross hingeklatscht, sagen wir, dass sie wirken, dass man Gefühl kann auslösen mit den Bildern. Viel ausgelesen hat auch der Seppi Rittler mit seinen Bildern. Wie viel Schnappschiss er in seinen 40 Jahren beim Blick gemacht hat, kann er schon gar nicht mehr einschätzen. Darunter sind viele Bilder, die sich ins Bewusstsein der Leute eingeprägt haben. Wie die vom Bahnhof Brand zu Luzern 1971 oder dem Kappelbrückbrand von 1993. Und die Fotos aus dem Jahr 1997 vom Überfall auf die Regiobank zu Luzern ist sogar zum Pressebild vom Jahr gehört worden. Sättige Bilder kennen zu machen, war aber nicht immer einfach. Besonders in der Anfangszeit des Blick war der Seppi Rittler mit seiner Kamera häufig nicht willkommen. Die Leute haben uns geschnitten. 9 von 10 haben gesagt, ihnen sage ich nichts. Sie sind vom Blick. Mit den Jahren hat sich dann das geleitet. Man hat einen anderen Informationsweg gesucht und ist durch das zu besseren Geschichten gekommen. 1963 hat der Seppi Rittler für den Blick arbeiten. Seitdem hat sich das Verhältnis der Leser zum Boulevardjournalismus stark verändert. Früher war es eine Todsünde, dass man überhaupt Schlagziele macht, grosse und Unterziele. Der Blick hat mit damit angefangen. Heute ist überall Boulevardisierung durch. Also sogar jetzt Neu-Zürich-Zeitung hat damit angefangen, mit Oberzielen, Schlagzielen. Damals sind wir geißelt worden, weil wir das gemacht haben. Einmal Blick, immer Blick. Das trifft auch auf Seppi Rittler zu. Dabei bleibt es nicht nur bei den täglichen Lektieren vom Boulevardblatt. Etwa die geben dann auch Tipps und so, das für Geschichten. Ja, und das kann man nicht einfach wegtun. Ich bin ein Ring-Indianer, sagen wir, die im Ring gearbeitet haben. Also, das bleibt mir. Und als regelmäßiger Blickleser ist dem Seppi Rittler auch die Rückkehr vom Blickgirl nicht entgangen. Das hat jetzt in all diesen Jahren eben gefällt, also vor allem der Leser. Und in der ersten Ausgabe hier hat es mir ein bisschen zu viel Text und zu wenig, das Bild zu wenig gross hingeklatscht, wie man sagt.